Jo, da sind wir wieder bei Pokémon X Nuzlocke. Beim letzten Mal sind wir hier durch das Versteck von Team Flare gegangen. Und ich schau gerade, wenn ich nach vorne packe. Theoretisch müsste ich ja Luni nach vorne packen. So rein theoretisch. Rein praktisch möchte ich aber lieber jemand anderen nach vorne setzen. Aber gut, waren wir schon bei dir? Ja. Waren wir schon da oben? Das ist schon wieder ein paar Tagelchen her. Ein paar Tagelchen. Habt ihr schon mal den Begriff Tagelchen gehört? So sieht nach Doppelkampf aus. Dann wechseln wir doch mal lieber aus. Und zwar... Ich packe mal nochmal das Scarlet nach vorne. Da haben wir zum einen jemand quasi, um den Gegner so ein bisschen zu verunstalten und der andere darf kämpfen. Nanu? Huch? Nanu? Huch? Das Gegner habe ich doch schon immer mal gesehen. Und wer ist das? Also ich kann es dir auch nicht sagen, aber sie ist jedenfalls nicht in Team Flare. Los, machen wir es fertig. Ja, machen wir das, aber ich darf zuerst. Oh, doch kein Doppelkampf. Okay, ich hätte es für einen Doppelkampf getippt. Was mir da gerade einfällt, in der Pokéballfabrik, wo man gegen die beiden kämpft, kämpft man ja mit Caleb oder mit Serena, je nachdem, halt zusammen gegen ihn, sie, gegen die beiden. Und da wird man ja gefragt, ob man mit ihr zusammen kämpfen möchte. Kann man das einfach verneinen? Und sagen, nein, ich möchte alleine kämpfen. Das habe ich noch nie ausprobiert. Gut, ich habe es doch erst mal durchgespielt. Also, na gut, ich bin gerade beim zweiten Playthrough, sagen wir mal so. Aber kann man das echt machen? Dass man einfach sagt, nein, ich will nicht mit dir zusammen kämpfen. Ich kämpfe alleine. Wie sieht eigentlich das Level aus von ihm? 46. Oh, okay. Ja, Moment mal, du hast doch sicher Statik, ne? Jeder meiner Knochen hat doch sicher die Chance, deine Statik zu aktivieren. Selbst wenn. Das hat sie nicht aktiviert. Ich hab Mega Lucario, box einfach alles weg. Ja, komm, da haben wir Luni auch Level 45 bekommen. Und Honey Level 6, keine Queen Level 46, hey. Wozu einsetzen? Piondragi. Ja, ich denke mal, das kann Mifi weitermachen. Sein Knochen haut alles weg. Piondragis einzige Schwäche ist ja eigentlich auch Boden. Oh Gott. Piondragi hat sogar eine relativ gute Verteidigung. Akupressur. Oh komm, senk deine Verteidigung einfach. Senk bitte deine Verteidigung. Genauigkeit steigt stark. Ach nee, Moment. Das war ja nicht Akupressur, das war... Moody hieß auf jeden Fall der englische Begriff der Fähigkeit. Tja, wie hieß die Fähigkeit? Irgendwas mit W? Wankelmut, genau. Wo ein Wert, glaube ich, normal gesunken wird und dafür wird ein anderer stark erhöht. Einfach so am Ende jeder Runde. So total random einfach. Ist eigentlich ganz interessant, die Fähigkeit. Ach, schon wieder, was sind wir nur für Nieten? Ja, ihr seid Nieten, ich bin der Sieger. Ha, ha, ha. Ja, Mensch, du ungezogenes Kind. Hast du denn kein bisschen Mitleid mit Kaluna? Haben eigentlich deren Namen auch irgendeine Wortherkunft? Begonia, na gut, eine Begonia ist eine Blume. Kaluna, Kalunie, kann das auch eine Blume Fendel sein? Ich weiß es nicht. Aber ein Unlicht-Pokémon sehe ich schon mal sehr gerne. Was gerade nicht nebenbei noch den Gift-Typen hat. Ja. Wieso kannst du eigentlich... Ah ne, den Nahkampf lernst du ja erst noch. Weil dann die Frage ist, gebe ich den Nahkampf? In der Nuzlocke? Hätte ich mich jetzt nicht gemegert, hätte ich jetzt, glaube ich, vom Konzentrator ziemlich schön... Ja. Was abbekommen. Boom. Wobei ich sagen muss, Aurasphäre gehört einfach zu einem Lucario hinzu. Das ist sein Signature-Move. Das war schon immer Lucarios Signature-Move. Ja. Ich weiß auch nicht, die haben mir gerade einfach mal ein Pokémon nach dem anderen mit Schwäche gegen Mifi gestellt. Wenn die es so wollen, gerne. Also ein Cesuri überlebt keine Kampfattacken. Nee. Tja, Mifi erreicht Level 47. Tja. Sehr gut. Schöne Werte hat es. Gedankengut. Nee. Er hat den Schwertanz zur Not. Für seine physischen Attacken. Scarlet Level 47. Hey, die beiden, die ich sogar nach vorne gepackt haben, haben direkt Level 47 erreicht. Was ist das Geheimnis deines Erfolgs, oh Trainer, der du den Regeln der Wahrscheinlichkeit trotzt? Ich würde einfach mal sagen, die Wahrscheinlichkeit war am höchsten, dass ich gewinne. Von daher passt alles. Unglaublich, hätte gedacht, dass ein Kind uns beides besiegen könnte. Du und dein Pokémon-Team habt den Kampf prima harmoniert und ich weiß auch wieso. Wir haben wohl keine Wahl. Wir werden dir ein paar deiner Fragen beantworten.
Er hat den Strom vom Kaluskraftwerk genutzt, um die Inbetriebnahme der ultimativen Waffe einzuleiten. Doch das allein reicht noch nicht aus, ohne die Energie der Pokémon ist sie wertlos. Auch einem Kind wie dir muss inzwischen klar sein, diese Steine sind der Schlüssel. Sie absorbieren die Energie der Pokémon und transferieren sie zur ultimativen Waffe. Die Steine auf Route 10 sind im Prinzip so etwas wie Grabsteine von Pokémon. Als die ultimative Waffe vor 3000 Jahren eingesetzt wurde, um den schrecklichen Krieg zu beenden, hat sie all diese Pokémon das Leben geraubt. Das war der Preis für den Frieden. Und wenn wir jetzt unseren Traum wahr werden lassen wollen, müssen wir ebenso Opfer bringen. Ja, schön, dass ihr mir das erzählt habt. Ich habe nie gefragt. Aber gut, ihr wolltet es mir erzählen. Ich glaube, das war der Richtige. Ja. Ja, sonst wäre ich wieder rausgeflogen. Ja, Moment. Da muss ich jetzt lang, oder? Einen anderen Weg sehe ich nicht, von daher würde ich einfach behaupten, dass ich hier lang muss. Es führt mich zumindest zu einem Item. Und da oben ist wieder so ein Plasma. Plasma? Nein, ein Flare-Typi. Jo, wen chatchen wir da mal nach vorne? Ja, komm, Luni. Wenn Luni es nicht schafft, dann kann ich sie ja immer noch auswechseln. Legt alles in Schutt und Asche. So lautet das Motto von Team Flare. Ja, Flare hat ja zumindest was mit Feuer zu tun. Natürlich kommt ein Unlicht-Pokémon. Ja, zumindest kann ich jetzt den Bedrohr abfangen, wenn es den hat. Nope, kein Bedrohr. Dann darf Chris das erledigen. So. Ah, ha. Sehr gut gemacht, Chris. Angeberei wunderschön abgewehrt. Das hätte ich wahrscheinlich Chris auch nochmal ausgewechselt, wenn jetzt die Angeberei durchgekommen wäre. Toxiquack. Oh ja, bleib mal drin. Wir haben die Akrobatik. Wir sind sogar mal etwas höher vom Level. Das passiert auch nicht oft. Und eine 110 Base Stärke Akrobatik. Nicht schön. Nebenbei, Akrobatik und Techniker funktioniert nicht, wenn man kein Item trägt. Akrobatik ohne Item? Akrobatik? Moment. Nochmal von Anfang. Akrobatik mit Techniker funktioniert nicht, wenn man kein Item trägt. Sprich, Akrobatik mit Item hat Base-Stärke 45, kann mit Techniker kombiniert werden. Akrobatik ohne Item hat eine Base-Stärke von 110. Da denkt der Techniker, nö. Das unterstütze ich nicht. Jo, heilen wir nochmal kurz hier, einfach nur zur Sicherheit. Wieso hat Malte auch Schaden? Wieso hat Malte einen Schaden? Das könnt ihr ihn selbst mal fragen. Hier ist schon Ende, ne? Ich will trotzdem mal Luni vorne lassen. Irgendwie... Luni war anfangs so cool und mittlerweile... Oh, hier ist ja gar kein Ende. Das ist immer ein Item. Und wir können, glaube ich, ein bisschen was lesen. Zunderbonbon. Sehr schön. Lesen wir hier so ein bisschen ein paar Sachen durch. Moment, das ist... Ich glaube, das fängt ja ganz unten erst an. Direkt, so. Der König konnte den Krieg gegen diejenigen, die es auf das Wohlbehaben der Kalos abgesehen haben, nicht verhindern. Der Krieg wütete so lang und unerbittlich, dass sich der König dazu gezwungen war, sein geliebtes, eigenes geliebtes Pokémon mit in die Schlacht zu schicken. Nein! Azed hatte einen jüngeren Bruder. Das heißt, um die Kalos-Region an sich zu reißen, habe er den Machthunger anderer missbraucht, die selbst nach der Herrschaft über Kalos gierten. Doch als er sah, wie der Krieg Kalos zerstörte, beschloss er, die Waffe, die sein Bruder Azed gebaut hatte, für alle Zeiten tief in der Erde zu vergraben. Ja, Waffen sollte man wegpacken. Bevor der Bringer des Königs starb, erzählte er seinen Nachkommen von der Existenz der ultimativen Waffe. Sie sei etwas, das nur einer höheren Macht genutzt werden solle, nicht aber von den Menschen. Ein Werkzeug geeignet für die Erschaffung einer neuen Welt, gehöre nicht in die Hände der Menschen. Habe ich in der falschen Reihenfolge gelesen? Ich habe keine Ahnung. Der Name des Königs war Azed. Er war das Anfang und Ende. Wer es nicht gemerkt hat. A und Z. Ist quasi wie das A und O. Alpha und Omega. Die Technologie, die er zu sich zunutze machte, war nie zuvor in Kalos gesehen worden und verhalf Kalos dazu, zum ersten Mal vereint als Region aufzutreten. Der König war stolz auf die Technik, mit der er Kalos zum Wohlstand verholfen hatte. Doch er erlag der Versuchung und nutzte sie für Dinge, für die sie eigentlich vorgesehen war. Schließlich verschwand Azed, jener Mann, der einst König gewesen war. Ein Bücherschrank, ja, voller geil. Als Azed verschwand, nahm er den Schlüssel zur ultimativen Waffe mit sich. Ohne ihn kann man die ultimative Waffe nicht aktivieren. Okay. Als Azed voll des Schmerzens und der Trauer die ultimative Waffe baute, hinterließ er dabei folgende Worte. Was ist falsch daran, wenn ich mein Pokémon, das ich so liebe, wieder zum Leben erwecken will? Solange dieses eine Pokémon lebt, sind mir alle anderen Pokémon egal.
Die Berge werden niemals aufeinandertreffen, doch zwischen Menschen finden immer wieder Begegnungen statt. Auch zwischen Menschen und Pokémon gibt es Berührungspunkte. Lange stellten Pokémon-Menschen in gemeinsamen Anstrengungen zahlreiche Güter her. Irgendwann erhob sich ein mächtiger Herrscher aus der großen Masse der Menschen. Sein Ziel war es, noch mehr Güter zu erschaffen. So entstand die Kluft zwischen jenen, die viel und jenen, die wenig haben. Und wenn ihr wissen wollt, wie das alles zusammenhängt, bastelt es euch selbst zusammen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie wird das schon zusammenhängen. Hätte man von dem theoretisch quasi aufgehalten? Ach, Moment, bei dir waren wir schon? What? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Habe ich das Gefühl. Moment. Nee, da komme ich nicht hin. Da muss ich hin. Ich kann zumindest noch mal heilen gehen. Das ist sehr gut. Hallo. Ich bin neu hier bei euch. Ich gehöre auch auf jeden Fall zu Team Flair. Mir gefällt aber Rosa mehr als Rot. Deswegen trage ich Rosa. Aber Rosa ist ja zumindest ein Teil von Rot. Okay, sie sind weg. Ich bin weg. Nach unten? Ne, ich glaube, das war falsch. Ja, das war falsch. Ja, das war ziemlich falsch. Wie komme ich hier nochmal weiter? Hier lang? Irgendwo habe ich was übersehen, glaube ich. So, jetzt bin ich wieder... Also jetzt bin ich wieder da, wo ich die Folge begonnen habe. Ach, hier rechts kann ich noch durch. Das habe ich irgendwie gekonnt übersehen. Hier kann ich rein. Dann lande ich beim Item. Ja! Ein Hypertrank. Ja. Das ist gut. Aber gut, dass ich zuerst den optionalen Weg gegangen bin. So. Ja. Links oder rechts? Ja, rechts. Rechts war richtig. Na gut, links wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, weil ich eventuell wieder da oben gelandet wäre. Ich bin neidisch auf diese Uniform, ne. Ich mag Anzug und Krawatte nicht so wirklich, ne. Welches Team hatte noch die besten Uniformen? Wenn wir denken, Team Rocket hatte einfach schwarz. Komplett schwarz, mit einem schönen R vorne dran. Akrobatik. Das könnte ein bisschen wehtun. Ja, das hat wehgetan. Team Aqua und Team Magma. Ah, die von Aqua waren gar nicht mal so schlecht. Die von Galaktik. Horror. Die von Galaktik sahen einfach nur scheiße aus. Die von Plasma. Die aus Schwarz-Weiß 2 von Plasma. Die sahen cool aus. Ja, ich würde sagen, die aus Schwarz-Weiß 2 Plasma. Das sind wahrscheinlich noch mit die besten Uniformen, die sie haben. Würde ich jetzt mal sagen. Toxiquack. Wechseln wir aus? Wechseln wir nicht aus? Du schauderst. Was ist jetzt stärker als Fliegen? Fliegen hat 90, hat Step, sind 135, hat Vorteil, sind 270. Was sagt mein Angriff im Vergleich zum Spezialangriff? Der ist sogar besser. Na dann, fliegen wir noch mal eine Runde. Alle, wupp. Du machst Ränkel. Oh. Das ist, wobei, ich weiß gar nicht, wie der Spezialangriff von Toxiquack normalerweise so ist. Ja gut, ist mir auch egal. Das Ding ist eh tot. Ich habe mir mal irgendwann, glaube ich, in der 4. oder 5. Gen ein Toxiquack trainiert. Aber ich habe auch keine Erinnerung mehr dran, wie ich das gemacht habe. Also, wie ich es gespielt habe, ist eine Sache. Also, wie ich es gemacht habe, das weiß ich schon. Also, ich merke mir schon, wie ich hier meine Pokémon züchte. Ich glaube, das war sogar noch in der 4. Gen. Das war ziemlich lange her. Eieiei. So, machen wir den Schlagbefehl. Verhöhner. Ja, ich wollte sowieso angreifen, keine Sorge. Du kriegst ja meinen Schlagbefehl ab. Reicht locker aus. Ich weiß nicht, ob es so locker jetzt wirklich auch ausgereicht hat, aber es hat gereicht. So, 47 für Honeyqueen, 47 für Luni. 46 sogar erst. Oh. Haben wir sie? Nein, brauchst du nicht. Luni soll nicht vergessen. Luni vergisst nicht. Wie viel Geld haben wir eigentlich schon wieder zusammen?
Müsste auch wieder schon einiges sein. So. Ist hier der letzte Raum? Ich glaube, von dir bekommen wir die Karte. Oder was auch immer wir sammeln müssen. Ach, ich setze einfach Luni nicht ein. Ich habe jetzt keine Lust dafür, so einen Trank zu verbrauchen. Wir packen mal Malte nach vorne. Aber ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Das war's für diesen Part. Ich muss überlegen, das ist der Part, der am Samstag kommt. Ihr seht das ja gerade sogar fast aktuell. Ich habe das erst gestern für euch aufgenommen, also sprich am Freitag. Ja. Ja, das ist der Samstagspart. Es ist Wochenende. Genießt das Wochenende. Na, wobei, es kommt um 19 Uhr, das heißt, das Wochenende ist ja schon halb vorbei. Genießt noch euren Sonntag. Hoffentlich mit viel Sonne. Ich sage voraus, morgen wird es Sonne geben. Also am... Moment. 27. Mai. 27. Mai wird Sonne... Mai? Am 27. Mai wird es auch Sonne geben. Aber am 27. April gibt es Sonne. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.